Hallo Freunde, willkommen zu Let's Play Killzone 4 Shadowfall. Ich sage immer Killzone 4, da es sich dabei um den vierten Teil handelt, aber ihr könnt sagen und das Ganze so sehen, dass es der neueste Teil für die Next-Gen-Konsole oder Next-Gen-Konsole PlayStation 4 ist und das Ganze jetzt richtig spannend wird. Und ich habe mir das Ganze ein bisschen angesehen und habe gedacht, vielleicht sollte man vielleicht ein Let's Play davon machen, denn die Leute könnten das bestimmt feiern. Und ja, Killzone erscheint zum Release mit der PlayStation 4 am 29.11. Und ich muss sagen, ich bin ein wenig angetan von dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin dafür, dass wir das Ganze jetzt hier beginnen. Und deswegen machen wir die Mission. Der junge Lukas Kellnern ist zu Hause bei seinem Vater sicher. Aber um ihn herum verändert sich die Welt. Er schützt sie nicht ewig. Schwierigkeitsstufe normal. Los geht's. Viel Spaß mit Let's Play Killzone Shadowfall. Der Krieg zwischen Viktanern und Helgast dauerte nur Sekunden. Sie nennen es den Terazit. 1 Milliarde Leben gingen in den glühend heißen Petrosidfeuern auf Helgarn verloren. Und zurück blieb nur noch ein liebloser Fels. Ein Waffenstillstand wurde danach ausgehandelt und ein Abkommen wurde beschlossen. Den Überlebenden gewährte man in einer anderen Welt Zuflucht. Vector, die Heimat derer, die Helgarn zerstört hatten. Die Überlebenden bekamen die Hälfte des Planeten. Und die dort lebenden Vectaner mussten gehen. Es war nicht mehr ihre Heimat. Das war Helgarn. Oh je. Kapitel 1. Der Vater, 27. Dezember 2370, Vector City, Sektor New Helgarn. Bewegen, um zu sehen. Leute, wir befinden uns tatsächlich gerade im Game. Also das hier ist alles In-Game-Grafik und ich bin echt beeindruckt. Das hier ist auf jeden Fall unfassbar. Nicht alles mitnehmen, nur das Nötigste. Hör mal. Ich weiß, es ist hart, aber wir haben keine Wahl. Wir müssen zur Mauer. Auf der anderen Seite sind wir sicher. Pass auf dich auf. Aber du musst auch auf mich aufpassen, okay? Du bist mein zweiter Kommandant. Gehen wir. Okay, Dad. Ich komme, Dad. Zunächst, ich habe ein Level gespielt, also bis zum nächsten Level. Ich habe noch nicht allzu viel gesehen. Ich wollte mir das Ganze ein bisschen ansehen, damit ich hier nicht ohne Ahnung reinlaufe in das ganze Abenteuer. Mein zweiter Kommandant. Und ich muss sagen, ich bin wirklich erstaunt. Also, es sieht unfassbar gut aus und ich empfehle es euch allen 1080p anzusehen. Okay, die Helgarn kommen und wollen uns holen. Eieiei. Huch. Okay, wir springen mal hinterher. Ah, gefangen. Okay, danke schön. Und nochmal. Ha! Alles wird gut, Lukas. Verspreche ich dir. Das ist nicht für immer. Wir kommen wieder. Das ist weg da. Unser Zuhause. Das wird es immer sein. Vergiss das niemals. Okay? Okay. Jetzt musst du leise sein und im Schatten bleiben. Komm jetzt. Also, synchron sind die Lippen zu der deutschen Synchronizität jetzt nicht. Okay, drücken Sie Kreis. Lukas, hier rein. Okay. Boah, die suchen uns, Leute, die suchen uns. Boah, was? Okay, ich war anscheinend nicht richtig in Deckung. Fängt ja auf jeden Fall gut an, das Ganze hier. Hier rein. So, jetzt aber. Jetzt sind wir in Deckung. Wir müssen leise sein.
geschüttet wie aus Eimern, Freunde. Ja, okay. Okay, jetzt, Lukas, jetzt. Geschafft. Sie sind hier, Freunde. Hast du gut gemacht. Wenn wir clever sind, passiert nichts. Da bin ich mal gespannt, ob du recht hast. Okay, Dad. Jetzt, Lukas, jetzt! Okay, 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 okay. Oh, da hinten läuft ein Helgarn. Helgast. Helgarn ist der Ort. Helgast heißen die. So, Entschuldigung. Das. Hier rüber. Gehört ihr zu uns? Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Ganz ruhig. Du. Ich? Räum diese Koffer an die Straßenseite. Wir brauchen Zugang zu den Gebäuden. Aber die Frau ist bei mir. Jetzt. Oh je, da sind sie, Freunde. Wir müssen hoffen, dass die uns natürlich nicht entdecken, sonst gibt es hier gleich eine wilde Schießerei. Und wir sind noch so jung auf den Beinen. Ja, nicht gesehen, was? Hier lang. Okay, ich folge dir. Die Tür ist auf. Sektor clear. Können hier rein. Fat shake. Let's get lazy. Danke. Ist das Ihr Sohn? Ich bringe ihn zur Mauer. Sie können wohl Hilfe gebrauchen. Sie sind doch Shadow Marshal, oder? Warum tun uns die Helgas das an? Es gab ein Abkommen. Man hat uns sicheres Geleit hieraus garantiert. Hey Mann, mir gefällt das genauso wenig. Aber bis zur Mauer gelten Ihre Regeln. Wie gesagt... Sie werden Hilfe brauchen. Bringen Sie uns zur Mauer? Sicher? Die Südkreuzung ist gesperrt. Wir nehmen den langen Weg. Wir haben genug Zeit verschwendet. Wie heißen Sie? Sinclair. Michael Callan. Das ist mein Sohn Lucas. Wir gehen wieder raus. Du bleibst in meiner Nähe und machst keinen Mucks, okay? Du machst das toll. Ich vertraue Ihnen. Dein Papa ist klug, Kleiner. Gehen wir. Okay. Raus hier. Los! Werfen Sie Ihr stinkendes Haar von Gut nicht hier hin. Schneller! Los! Zusammenbleiben! Weiter! Checkpunkt erreicht. Die Tür klemmt. Oh Mann. Irgendwas blockiert die Tür. Im Dach ist ein Loch. Vielleicht schafft es jemand, sich durchzuquetschen und die Tür freizumachen. Wer wird dieser jemand wohl sein? Los, weiter. Zu spät zum Umkehren. Ich mach das. Nur er ist klein genug, um da durchzupassen. Na los. Okay. Ich hoffe... Hochklettern. Wenn du oben bist, bleibst du in Deckung... Und gehst direkt zu dem Loch. Verstanden? Klar. Okay. Ein guter Junge. Er hatte schon immer seinen Namen. Er ist tapferer als die meisten Erwachsenen hier. Oh, Freunde, soll ich da wirklich runterspringen? Oh, hier, schnell. Steg entfernen. Ha! Kommt rein! Lukas, ohne dich hätten wir es nicht geschafft. Ohne! Nicht gesehen. Okay, los. Doch. Okay, langsam, langsam, langsam. Die Jungs gehen vor, die Erwachsenen.
Die ballern sich den Weg hier frei, wenn es drauf ankommt. Da oben so ein Riesenschiff. Eieiei. Oh, drei Hellgast. Ach du heiliger Bimbam. Werden die uns jetzt entdecken? Ich hoffe nicht. Nein. Der zückt schon seine Waffe. Ich erledige das. Oh, ist er tot? Alles okay, er ist nur betäubt. Okay. Boah! Okay. Was sind Sie denn? Hier nichts. Nein, davon war nie die Rede. Nein, aber von meiner Hilfe. Das ist sie. Um Ihr Gewissen können Sie sich später kümmern. Na los, es ist nicht mehr weit. Boah, hat er den kaltblütig abgeknallt, den armen Sack. Gute Nacht, mein Freund. Okay, wir müssen hier runter marschieren. Wir beeilen uns mal ein bisschen. Okay, hören Sie. Da vorne ist sie. Aber es ist sehr gefährlich. Sie warten, ich sehe mich um. Das klingt nach einem guten Plan. Hörst du, Lukas? Wir sind fast da, aber wir müssen vorsichtig sein. Der Michael, so heißt unser Vater übrigens, erinnert mich sehr an Infamous. So die Klamotten. Aber... Nein! Schnell! Schnell! Hochklettern! Oh! Mist! Die Hellgast kommt! Lukas, bleib hinter mir. Okay, okay. Halt! Halt! Nicht schießen. Wir sollten sicheres Geleit bekommen. Bitte. Mein Sohn ist bei mir. Wir sind unbewaffnet. Hey, nicht halt. Schießen. Halt! Das dürfen Sie nicht. Wir leben auch hier! Oh nein! Nein! Sinclair, was tust du? Boah, er hat's geschafft. Er hat drei Stück abgemoxt hier. Dad! Dad, steh auf! Oh, verdammt! Und was wird dann aus mir? Sieht so aus, als bleibst du bei mir, Kleiner. Komm schon. Auf der anderen Seite der Mauer bist du sicher. Na los. Oh, Sinclair, du rettest uns echt den Hintern. Wir haben es geschafft. Wir sind auf der anderen Seite der Mauer. Gut gemacht, Lukas. Du bist der bisher jüngste Kadett in der Shadow Marshall Academy. Du kannst stolz sein. Dein Vater wäre das ganz bestimmt auch. Oh. Unser Volk will einfach nur sicher sein. Das bedeutet, gegen die Hellgast zu kämpfen. Und die Mauer zu überqueren. Egal, was sie tun. Das da drüben ist Vector. Du wirst es zurückholen. Für uns. Wir sind die einzige Hoffnung, Vector zurückzuholen von den Hellgast. Und der Typ versteht anscheinend keinen Spaß. Du bist eine Ehre für das Shadow Marshall Programm, Lukas. Du weißt, wohin du gehen musst. Und was passiert, wenn du erwischt wirst? Du wirst in Ketten auf die Mauer gebracht. Mit einem Sack überm Kopf. Vorgeführt. Verspottet. Hingerichtet. Die Mauer, 7. Juni 2390. Wo sind wir hier? Wir wissen nicht, wie schlimm das für uns ist. Hier leben zu müssen. Mit denen, die unsere Heimat zerstört haben. Der Bursche versteht anscheinend keinen Spaß. Dann sind da Leute wie Sie, Lucas Kell, die uns verurteilen. Uns behandeln wie die Verbrecher. Ah, Fesseln an den Händen. Keine Waffen. Werden wir jetzt hier hingerichtet?
diese Mauer schützt sie nicht ewig, Shadow Marshal. Wir werden sie durchbrechen und den Rest der Stadt einnehmen. Okay. Aber dieses Mal wird's schwerer. Oh, falsche Antwort. Er guckt schon so grimmig. Ist ja okay. Muss er mir nicht noch einen auf die Schnauze geben. Halt! Wer ist diese Dame? Eine Übergabe. Nach dem obersten Befehl von Lady Hera Visari und in Übereinstimmung mit Statut 8 des Friedensabkommens ordnen wir hiermit die Freilassung und den Austausch der Gefangenen und ihre sofortige Überführung an. Scharfschütze! Boah! Boah, Raketenwerfer! Okay, okay, okay. Was passiert denn hier? Friedensabkommen habe ich zuletzt gehört. Die Waffe aufnehmen. Schnell. Erschießen Sie ihn. Ha. Ah. Okay, die Dame ist am Zug. Drück nicht ab. Drück nicht ab. Nein. Wer war das? Heiliger Bimbam. Was ein Anfang.